Geheimnis. Roter Tee ist bekannt für seine kühlende und rejudizierende Effekt sowie seine positive Auswirkung auf die Ausdauer. Okay, sehr geil. Und Ja, Kaffee na habe ich dann, gekocht. dann, ja, geil. Oh ja, super. Natürlich muss ich hier wunderbar runterfahren. So, ab nach Osten. Und Hartmut. Kaffee wärmt uns übrigens, ne, wenn es jetzt anfangen sollte zu schneien Ja, und nun so. regnet das ja gleich wieder. Dann wärmt der Kaffee uns. Ja. Und verleiht uns eine hohe Ausdauer. Wir sind ja hier echt an so einer Wettergrenze bei uns, ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Warte mal, ich möchte mir mal ganz kurz ein paar Pfeile bauen. Kaffee habe ich gerade gelesen, der wärmt uns. Hast du mir gerade den Schmarrn Und erzählt? verleiht hohe Ausdauer. Hast du mir auch gerade schon Ja, du erzählt? antwortest ja immer nicht. Ja. Sei doch froh, dass ich uns sowas Leckeres koche und baue. Ja, Mann. Guck mal, ich hab eine 100er Axt. Oh, geil. Ich muss meine auch mal. So, ich muss ja ein paar Spitzen machen. Ich bin nämlich fast. Aber mit der Hälfte des Grabens bin ich fertig. Dann muss ich Spitzen machen. Und dann glaube ich, ist unser Lager soweit safe. Bloß, trotzdem werde ich nicht nachts draußen sein. Nachts kann man wunderbar plündern, weil ich will auch mal lange Plünderwege Ja. veranstalten. Ich bin dabei. Lass Also, doch. in der letzten Nacht, liebe Leute, da ist die Inka so verrückt, die hat direkt eine Zombie-Horde angegriffen. Sie hat mal wohl irgendwann eine Quest aufgegriffen gehabt mit töte ganz viele Krankenschwestern-Zombies. Und dann dachte sie, ja, da sind ja ein paar dabei. Dann greife ich direkt mal die Horde an. Verrücktes Scheiße, Dann echt, lass doch wirklich. jetzt mal plündern gehen, weil jetzt ist noch eine normale Nacht. Ja. Bloß wir müssen zur Blutnacht wieder zu Hause sein. Ja, dann Ja, bloß. los. Oh, okay, ich wollte mir mal ein paar Fall hier. Dinge. Selten ab nach Osten, glaube ich. Da müssen wir durch. Ja. Schnell noch mal einen Schluck Kaffee trinken. Das ist geil hier, wenn wir in dem Spiel mit dem Kaffee und so. Ich finde das echt gut. Die haben so verschiedene Auswirkungen, die Getränke, weißt du? Klar, dieser Juckersaft, der hält es natürlich vom Verdorsten ab und so und kühlt uns ab. Ja. Aber wenn jetzt mal eine Schneenacht kommt und wir haben Kaffee dabei und der wärmt uns, das ist doch voll Ja. geil. Und poscht uns völlig auf. Ja, stand dabei. Der macht die Ausdauer gut. Hast du doch gerade schon mal erzählt, liebe Inka. Soll es wieder eine Einfolge sein? Ja, ich habe den Headshot Ja. nicht bekommen, weil der Zombie kam. Ja. Warte mal. Karte check. Ich check mal. Ah ja, Ja, ich um brauche den See Eier. herum. Durch die Siedlung durch, um den See herum. Also halten wir uns rechts am See, links am See. Ja. Und gehen herum und dann gehen zum Lager. Dann möchte ich endlich plündern. Aber ich muss mal gucken, ob ich unnützes Zeug dabei Ich habe. sammle mir mal Eier und du musst mir nachher mal bitte was das müssen, aber du kannst mir nachher mal Fleisch abgeben. Du hast ja so viel Fleisch, sagtest du, Ich hab ne? Fleisch und Dings drin, ja. Ja, das kannst du mir nachher mal geben, wenn wir zu Hause sind. Ja. Meine Fresse. In der Regennacht wird es dunkel. Ich hoffe, das Wetter bessert sich noch mal hier. Das Problem habe ich immer noch, liebe Leute. Beim Unaim, egal ob ich was hämmere, grabe oder eben halt mit dem Bogen anschießen möchte, dass mein Stick immer nach links wegzieht, beziehungsweise mein Controller nach links wegzieht. Es nervt total. Also wirklich. Ich habe auch schon gesagt, irgendwann kostet mich das das Leben. Noch mal ein paar Steine abhacken, weil ich brauche tatsächlich ja noch mal ein paar Pfeile. Ich meine, ich habe 214 Stück, aber wenn du noch mal wieder vorhast, eine Horde anzugreifen, man weiß ja nie, ne? Ja, Pfeile kann man auch nicht genug haben. Ich baue mir jetzt auch schon mal wieder welche. Ich könnte mir ein Steinhaus bauen. Mich durch einen Stein durchgraben. Moment mal, worauf hau ich eigentlich gerade?
glaube, das sollte auch gleich erstmal reichen. Vorerst. Sehr schön. Und weiter geht's. Nach Osten, nach Östen, nach Osten. Vielleicht muss man eine Fackel mitnehmen. Oh, sollen. Ja, warte mal. Wir müssen uns jetzt nach rechts halten. Das heißt, wir müssen weiter nach Süden, nach Südosten gehen. Mhm. Sonst kommen wir gleich durch die Siedlung durch. Da sind bestimmt wieder alles voller Zombies. Und die Siedlung haben wir ja erst geplündert. Wir wollen ja was Neues haben. Machen wir ein bisschen langsamer, machen wir eine Ausdauer mal wieder ein bisschen. Uns richtig orientieren. Ja, wir gehen durch die Siedlung durch. Müssen wir auch. Einmal durch, aber den Kurs halten. Boah, Alter, hier kommt gerade so ein kalter Windzug in meinen Nacken, Alter. Sind die Geister in unserer Wohnung? Wer weiß, wer weiß. Es wird auch nicht... Es, ja, leerer Müll. Das ist so nix. Wow! Oh oh. Ja, wir sind ja jetzt auch in der Siedlung. Um wieder auf den Zombie zu steuern, das ist nicht gut. Man sieht jetzt gerade halt sehr wenig, ne? Was? Man sollte sich mal eine Fackel mitnehmen. Ja. Also, es, ja, bloß mit der Fackel ist es so, dass sich die Zombies damit ja auch sehen. Ja, das schon, aber zumindest für so ganz dunkle Stellen wie gerade oder so, weißt du? Ja. Ich hoffe ja nochmal langsam auf gutes Wetter. Das müssen wir gleich am See sein. Kurz auf die Karte. Ja, dauert noch ein Zacken. Also Nässe haben wir nicht, ne? Obwohl wir totalen Regen ausgeliefert sind, aber Hunger habe ich, so warte. Hunger hast du noch 50%? Ja, 50%, das ist ja noch alles. Alles in einem normalen, humanen Bereich. See, okay, gut, okay. Aha, fuck. So, da wollen wir. Da hätte es noch einen See, wa? Was da ist, weiß ich nicht. Oh, das Wetter wird mal schön. So, dann mal los. Warte, ich will schön Kaffee. Jupp. Quackenmoor! Mal ganz kurz. Oh, wir gehen. Ja. Ey, wo? Da, wir haben auch noch einen Airdrop, den hätten wir mal holen können. Aber der ist bei uns. Was war da, ein Airbag? Ein Airdrop, aber der ist bei uns zu Hause, den hätten wir uns mal holen können. Ja, das ist nur das vorbei. Das plündern wir erstmal. Jetzt machen wir uns die Taschen voll. So, wir müssen genau in diese Richtung bleiben, Südost. Ich hoffe nur nicht, dass da Hunde sind. Weil ja. Das könnte natürlich so ein Weg. Anlockpunkt sein, ne? Das könnte natürlich unser. Warte mal, ich geh mal. Lass uns mal den Weg folgen hier. Du, wenn da Hunde kommt, dann versuch echt drauf zu knüppeln. Würde ich, glaube ich, machen. Ich habe keinen Knüppel dabei. Warte mal. Habe ich einen Knüppel? Ich habe keinen Knüppel. Dann mach dir einen. Zombies! Da hoppelt er eben gerade was längs, Alter. Ich habe mich erst im Moment gedacht, scheiße, jetzt kommt doch ein Hund, Alter. Ah, hier ist ein Haus. Moment mal, das ist das eine Haus. Karte, guck. Wir müssen noch einen Zacken nach links gehen. Links am Haus vorbei. Okay. Sah aus wie eine Schlange gerade. Die fällt auch nichts Besseres ein, als direkt am Haus erstmal zu looten, ey. Oh, ist ja noch Zeit auf der Uhr, ne? Da kann ich ja noch mal ein bisschen was mitnehmen hier.
Ja, aber mit den Hunden, wir haben so viel probiert. Das eine Mal mit den 6 Stück, da war ja wirklich Glück eigentlich. Deshalb, ich glaube, ich probiere es einfach. Wenn einer kommt, draufhauen. Damit er, keine Ahnung. Ich will mal ganz kurz mal eine Keule bauen. Damit er verletzt ist oder so, weißt du? Ja. Weil du hast ja, man hat einfach nicht genügend Zeit, um den. Boah, das kann man nicht vergleichen mit der Keule vom Anfang, ne? Wir hatten uns gestern mal die Aufnahmen angeguckt von, wo wir angefangen hatten damit. Auch schon allein schon wie das Lager aussah. Das kannst du echt nicht vergleichen mit jetzt. So, los geht's. Ich rüste mich auch direkt mal mit dem Knüppel aus hier, Alter. Ja, ich auch. Falls der Köder kommt. Mal nochmal ganz kurz auf die Karte gucken. Oh, wir müssen nach links. Wir müssen nach Osten, beide. Das hatte ich nicht geplant. Sollen wir das mal plündern? Ja, natürlich. Aber ich glaube, hier war ich schon mal. Oh, fetti feck. Ich dachte, er knackt jetzt durch die Brüstung hier durch, Alter. Irgendwo ist noch einer. Komm noch mehr. Ja, ich höre schon. Bist du drinne? Was? Nee. Oh Gott, ich bin hier. Wo bist du denn hin? Ha? Da sind, da ist ordentlich was los drinne, ne? Ja, und wo bist du? Ach, da bist du. Alter, wie lange willst du noch gehen? Ich kann nicht rausfinden, wo das, wo der andere ist. Alter, stirb doch jetzt endlich mal, du Fettsack. Ist so dunkel auch hier drin, Alter. Ich würde da gerne mal rein. Ja, wir haben nur leider kein, das meine ich, dafür bräuchte man jetzt echt. Guck mal, wo ist der denn? Wow, da bist du. Wow. Das ist im Haus. Echt? Und vorm Haus. Hier neben Haus ist auch noch einer. Warte mal. Von Penis reingeschossen. Hält man sich auch mal den Penis fest. Oh ja. Alter, das meine ich. Der zieht immer voll weg, ey. Das nervt total ab. Bist du jetzt im Haus oder was? Ich bin noch raus vom Haus, also auf deiner Seite vom Haus. Du kannst schön dich da wirklich die Taschen voll machen, wenn du möchtest. Oh! Hey, du Schlumpf! Nicht hier so anschleichen, das macht man nicht. Gerade Schleicher sind immer sowas von laut am Brüllen, ey. Ja, da denkt man immer, kommt sonst was. Ja. Aber ich kann hier wirklich nicht sehen, eigentlich. Ah, Cowboy-Hut habe ich gefunden. Das heißt ein. Wow, ein schwarzer Cowboy-Hut. Das ist natürlich. Die Samen nehme ich nicht mit, ne? Das, eigentlich genau das, was man eigentlich mitnehmen sollte, aber. Oh, ein Schraubenschlüssel. Oh, ein brauner Kapuzen-Dings hier, Pullover. Eisen habe ich. Hast du irgendwie Licht oder so? Nee. Irgendwas gefunden, irgendwas? Ich will jetzt hier keine Safes aufmachen, ne? Der Schrauben. Also, ein Schraubenzieher habe ich gefunden. Schraubendreher, das ist auch geil, ja. Du ja. Und warte mal, wenn jetzt eine Couch erledigen, ne? Krieg ich ja auch so einen Sprungfeder dabei raus. Boah, das kann natürlich sein, ne? Warte mal. Nee. Ja, mal schade. Ein Bett. Wir sollten vielleicht ein Bett kaputt machen. Ja, die Couch will ich auch in unserem Bruder. Ich sehe hier nichts, Alter. Das ist so duster. Ich will ja auch mal irgendwie. Haben die hier keine zweite Etage oder was? Ja, ich kann hier nichts sehen. Das sollten wir vielleicht über Tag machen, auf dem Rückweg oder so. Dann musst du ja erstmal garantiert sein, dass es hier. Ey, warte mal, was ist das? Warte mal. Da, ein Bild. Ein Haus am See. Hm.
Bilder nicht mit. Wir brauchen schöne Dekoration für unsere Wohnung. So, denn, warte mal, lass mich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Ja. Toll, tolle Karte. Die beste Karte der Welt. Wir müssen nach Östen. Direkt nach Osten gehen. Schon Kaffee trinken. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Hier vermute ich Hunde. Ja, ich habe jetzt mal Knüppel in der Hand. Ja, ich auch. Warte mal kurz. Wow, Vorsicht, das Loch. Oh. Bin ich beinahe reingefallen, beinahe. Oh, ja, 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 ja. Ja, das wäre was geworden hier. Ja, kommst du bitte mit? Ja. Ich fang dir eine. Pass auf, hier vorne ist ein Loch. Sei vorsichtig. Komm. So, Stoff jetzt. Das kann ich noch gebrauchen. Das ist ganz klar. Ey, kann ich mich bewegen? Das weg. So, wo ist das Loch? Das weg. Da, okay. Na, Quatsch. Nein. Weg. 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 Eigentlich, das hier braucht. Wozu braucht man die Pflanzenfaser nochmal? Die Pflanzenfaser, um dir Klamotten herzustellen oder eben halt um Axt herzustellen und so und alles. Okay. Ein Hirsch, aber das ist nicht so wichtig. Da unten ist das Lager. Ja, ich komme. Kommst du bitte? Ja. Und Zombies, mein Gott, du machst mich kaputt. Wir wollten das Ding jetzt zusammen annehmen. Hätte ich das Ding auch zusammen machen können. Alleine machen können. Gut. War nicht viel mehr mit Lähmung, wa? Schmerztabletten sind gut. Ja, habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich habe davon so viele zu Hause. Ich brauche mal was zu trinken eben. So, oh, da ist noch einer. Alter, mich nervt das an mit diesem Wechsel. Was soll, guck mal, ich kann dich mal anvisieren. Was soll das? Durch den Sound würde ich fast sagen, wa? Ich hatte hier beim letzten Mal nämlich keinen Eingang gefunden. Ja, machen wir uns Zäune kaputt. Von wo willst du rein? Oh, was ist hier passiert? Oh. Was war da denn? Was war da denn gerade? Weiß ich nicht. Bin hier gerade, hast du gesehen? Ja. Bist du auch gerade weggeflogen? Ja. Oh Gott. Oh oh. Was ist da? Was bitte? Was ist das? Irgendwo soll was da offen sein. Ist es hier ein... Fragenschein. Ah, hier sind Überlebende drinne. Ah, warte, was? Ich will zu dir. Mach mal die Tür wieder zu. Wo bist du? Scheiße, wo bist denn du? Mann! So, komm. Inka, du machst mich verrückt. Ja, lauf doch nicht einfach vor mir weg. Was soll das denn? Nee, du machst immer deine Pflanzen und Blümchen pflücken. Hab ich gar nicht. Ich wollte wissen, wo du bist. Kommt ein Zombie. Ja, genau draußen nämlich, ne? Ja. Alter, was soll das? Warum ist es denn so kalt? Das ist ein Camp. Aber hier ist nichts drin, ne? Nee. Zum verrückt werden tatsächlich. Ich will mal ganz kurz eine Matratze zerstören. Vielleicht wird man da ja. Kann ich gar nicht.
Scheiße, ey. Das ist einfach nur eine Kacke hier. Das ist ein Händler. Hallo! Nicht schlecht. Warte mal, was will er denn? Ah, das ist ja geil. Was hat er denn da so Feines? Hier kannst du Munition kaufen. Ja, ich hab's schon gesehen. Aber ich komme da ja gerade nicht ran. Ja, Magnum haben wir ja nicht. Wir können vor allen Dingen auch was verkaufen hier. Ja. Gekochtes Ei. Was ist, wenn wir ihn abknallen? Nee, das machen wir nicht. Nein. Jeder hat sein Leben in der Apokalypse verdient. Aber andersrum könnten wir sein. Könnten wir. Oh Mann, jetzt bin ich aber gerade sehr verführt. Könnten wir das alles, was er hat, könnten wir umsonst haben. Nee, das will ich nicht. Wir töten die nicht. Na, bei Fallout habe ich das gerne mal gemacht. So, Stahlgerüst, Aufbewahrungsschiene, Kaffee, Magnum-Munition, Flitten-Munition, Schrotgehäuse. Ich habe diese Schrotflitten-Teile. Da will ein Zombie rein. Hier drinne? Da will einer rein, ja. Happy traveling, Survivor. Guck du mal den Händler an, ich komme gleich wieder. Stahlpfeile. Stahlbolzen. Armbrust. Ah, dafür, guck mal hier, Stahlbolzen, da bräuchte man natürlich, die müsste man selber herstellen können, die Bolzen, ne? Wenn wir gleich rausgehen, müssen wir aufpassen, ne? Ja, ich weiß. Warte mal. Guck mal, Armbrust kann ich... Dafür brauche ich Feder, Holz und kleine Steine. Dafür könnte ich mir selber... Ne, Quatsch. Ah, geschmiedetes Eisen brauche ich. Und was müsste ich Armbrustbolzen? Was brauche ich dafür? Fallspitzen aus Eisen und Blase. Fuck, ey, das ist so ein Reinfall gewesen hier. Ja, eigentlich ja nicht. Ist doch geil, dass wir hier einen Händler haben. Ja gut, es ist... Ich habe voll die Soundaussätze gerade. Was ist das? Oh, scharfloses Eisen. Papier brauche ich nicht. Eine Armbrust, wenn wir eine Armbrust herstellen könnten, wäre das natürlich sinnvoll, da die ein bisschen stärker sind einfach, ne? Ja. Mütze ist nicht meine Farbe. Du brennst, meine Liebe. Nee, doch nicht. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Klar, wir haben Händler gefunden, was ich natürlich sehr, sehr begrüße. Mit dem könnten wir dann aber auch... Wollte ich Sachen verkaufen, die wir nicht so brauchen? Das wäre natürlich mega. Das kannst du ja mal abchecken. Was natürlich sehr unrealistisch ist, dass der Kaffeebohnen, dass der Händler hier ist, aber hier noch seine eigene Sachen hier nicht geplündert hat, ne? Come back tomorrow, get new goods daily. Nein, ich hab so viel Blei. Wahrscheinlich kann ich mir daraus Munition bauen. Ey, was ist das denn hier? Wow. Maybe next time. Happy travels, Survivor. Okay, so ein Bewachungsraum, wa? Noch ein Cowboy-Hut und ein rotes Hemd. Das ist also mittlerweile wäre das hier sehr... Ein roter Mantel, das ist sehr toll. Vor allem ist ja auch nicht nur die Frage, moralisch gesehen, wie das ist, ihn zu plündern. Sondern, moralisch verwerflich. Sondern bringt uns das auch wirklich was? Kriegen wir denn seine Sachen, weißt du? Ja. Ja gut, man hätte den Schrank knacken können da hinten, ne? Den er da hat. Verdammt, ach da ist es ein Zombie, Alter.
Aber ich habe hier gerade Aim und da. Guck mal, hier ist so ein Dings. Ja, mal auf. Macht er nicht. Kriegst du gar nicht auf, ne? Nee. Hier oben ist aber auch nichts mehr. Wo bist du gerade hier in deinem Haus? Unten, ja. Hier oben ist nichts mehr. Und deshalb, wenn wir das nicht aufmachen können, dann weiß ich mich auch nicht, ob wir sein Dings plündern können. Ja. Und das wäre dann doch scheiße irgendwie, weißt du, wenn wir dann... Ja, warte mal. Ich denke gerade was nach, und zwar... Was ist, wenn wir hier Zombies reinlassen? Nein. Erfahren wir das nicht? Hier oben ist auch noch was am See, im Osten, Osten. Ja, dann lass es dahin gehen. Ja. Du, der Händler, der ist vielleicht gar nicht so verkehrt für uns. Wow! Oh! Mach dir doch weg da! Bleib der Versteher, Alter. Wie geil ist die denn drauf? Die Inka ist echt hardcore, Alter. Voll nachgeschossen. So. Inka muss sich um die Tür kümmern. Wenn er stirbt, dann ist deine Schuld. Bitte nicht. Osten, dachte ich, ne? Osten, genau. Warte. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, das ist sehr geil. Das ist also ein Händler gewesen, was ich natürlich sehr, sehr cool finde jetzt. Finde ich beides ziemlich cool. Dass man Händler hat, wo man wirklich vielleicht Gegenstände kaufen kann, wenn man in der Not ist. Und vielleicht sogar kann man auch was verkaufen? Weiß ich nicht. Hast du gar nicht ausprobiert? Du standst doch gerade noch vorhin. Oder wolltest du nur mit ihnen flirten? Oh, ich habe mir gerade meinen Verband abgebaut hier irgendwie. Da, ups. Diese Erdlöcher, die sind sowas von tückisch, Alter. Ja. Wo ist eins? Ist hier vorne noch irgendwo eins? Naja, nee, nee. Ich bin hier dann noch ein See, warte mal. Egal, da ist ein Haus am See. Ja, denn, bin da. Folge mir mal auf der Karte, Inka, bitte. Bin ich doch gerade, aber jetzt bist du wieder weg. Ach, da. Ja, ich will da nicht unbedingt alleine rein. Ah, kann das sein, dass ich hier schon mal gewesen bin? Oder wir? Hier liegt ein Rucksack. Was liegt da? Ja, nimm mal, mach mal auf. Das Kanonenteil, das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll. Ja, ich glaube, hier sind wir schon mal gewesen. Zombies. Das Bett könnte ich gut gebrauchen. Toll. Genau, hier hätte ich mir so ein Fluchtloch gebaut hier, ne? So. Ich wollte Federn haben, Alter. Nicht irgendwie so ein Scheiß, ey. Oh, Alter, Freeze. Hier ein paar Bilder an der Wand oder so. Scheißhaus. Der steht hier drauf. Da, die mache ich mal weg. Was? Du kommst mal her, mein Freund. Schrank. Der Zombie war noch nicht tot, der da auf dem Boden lag. Ne? Das Haus war Müll, da waren wir schon mal. Okay. So, warte mal. Oh Mann! Ja, dann checken wir mal um See herum. Einmal um See herumlaufen. Mal gucken. Alter, sagt ihr, wenn Hunde kommen, spring ich ins Wasser. Würde ich glaube ich nicht machen. Hier ist ein Hirsch, aber ich will gerade nicht jagen. Folge mich. Warte, ich hätte den Hirsch gerne. Den Hirsch, echt? Ja.